geht um deutsche Geschichte. Es geht um den 2. Juni 1967. Viele von den Jüngeren wird dieses Datum wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich war selber auch noch nie auf der Welt. Aber der 2. Juni 1967 war ein sehr wichtiges Datum, und zwar deswegen, weil dort auf einer Demonstration ein Demonstrant von einem Polizisten erschossen wurde. Hinterrücks, Hinterkopf. Der Demonstrant wurde nur deswegen berühmt, sein Name ist Benno Ohnesorg. Derjenige, der ihn erschoss, hieß Karl-Heinz Kurras. Das Datum hat insofern sehr viel Geschichte geschrieben, weil es den Einstieg in den gewalttätigen linken Terrorismus war. Sowohl die RAF als auch die Bewegung 2. Juni, die eben das auch dann als Namen genommen hat, haben sich zumindest teilweise darauf berufen. Der Staat hat angefangen, und zwar insbesondere mit dem Tod von Benno Ohnesorg. Warum ich sozusagen jetzt damit ankomme, ich meine, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ich interessiere mich eben für Geschichte, und ich habe ganz banal auf Wikipedia, Spiegel Online und so weiter, habe ich eine sehr interessante Sache gefunden, die diese Erschießung eigentlich ganz gut erklärt. Das Erstaunliche ist daran, es wird eigentlich oft angedeutet, aber niemand zieht dabei die Schlussfolgerungen, die eigentlich sich fast schon aufdrängen. Karl-Heinz Kurras war seit 1950 bei der Westberliner Polizei und gleichzeitig seit 1955 war er IM für die Stasi in Ostberlin. 1965 war er dann bei der Kriminalpolizei, und zwar bei der Abteilung Staatsschutz. Das ist sehr wichtig. Der Staatsschutz ist sowas wie der Geheimdienst der Polizei, kann man sagen. Die waren dafür, das sind vielleicht auch immer noch, dafür zuständig, feindliche Agenten aufzuspüren, zu verhören und festzunehmen und sowas. In dieser Funktion traf er Anfang 1967 auf einen gewissen Bernd Ohnesorge. Das ist die dritte wichtige Person bei der ganzen Geschichte. Bernd Ohnesorge war ein wohl etwas ungeschickter Agent der ostdeutschen Staatssicherheit, der versucht hatte, zum britischen Geheimdienst überzulaufen. Die Briten wollten ihn aber nicht haben und haben ihn deswegen an die Westberliner, an den Westberliner Staatsschutz ausgeliefert. Da war dann für ihn zuständig ein gewisser Karl-Heinz Kurras. Dieser Karl-Heinz Kurras muss ihn wirklich gehasst haben, hat wohl auch die Familie extrem bedrängt, Hausdurchsuchungen gemacht und so weiter. Und gleichzeitig hat er sozusagen diesen Verräter, den gemeinsamen ehemaligen Arbeitgeber, nämlich der Stasi in Ostberlin, gemeldet. Jetzt kommen wir zu dem berühmten 2. Juni 1967. An diesem Tag war eine Großdemonstration gegen den Schah-Besuch in Berlin. Mit dabei waren die berühmt gewordenen Akteure Karl-Heinz Kurras als Zivilpolizist und Benno Ohnesorg als Demonstrant gegen den Schah-Besuch. Die Polizei ging an dem Tag mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Es wurden unglaublich viele Demonstranten einfach verprügelt, verhaftet.
also ja, ich denke aus heutiger Sicht größtmögliche Polizeiwillkür. In einem Hof wurden ein paar Studenten von der Polizei abgedrängt und verprügelt. Und der Student Benno ohne Sorg hat sich von seiner Frau verabschiedet und ging da hinein, eigentlich als ja, mehr oder weniger Schaulustiger, wollte sehen, was da passiert. Und kurze Zeit später ist dann ein Schuss ertönt und dann war eben Benno ohne Sorg in den Hinterkopf geschossen worden. Und also es gab da noch einige wirklich üble Sachen, dass die Polizei zum Beispiel wirklich einen Arzt gehindert hat, erste Hilfe zu leisten, solche Sachen. Auf jeden Fall starb Benno ohne Sorg dann, soweit ich das mitgekriegt habe, auf dem Weg ins Krankenhaus. Es wird jetzt seit Jahrzehnten darüber spekuliert, warum Kuras geschossen hat. Kuras selber hat eine wirre Notwehrgeschichte erzählt. Er hätte irgendwie ein Messer blitzen sehen und sich am Boden liegend gewehrt, weil er sich in Lebensgefahr befunden hätte. Das ist eindeutig widerlegt. Also es ist völlig klar, dass er da gelogen hat. Ich würde sagen, die logische Schlussfolgerung ist, dass er den Ben ohne Sorg mit dem Bernd ohne Sorge, diesen Doppelagenten, auf den er sowieso sauer war, verwechselt hat. Möglicherweise hat er ihn zum Beispiel, ich kann nicht genau sagen, wie das passiert ist, aber das ist meiner Meinung nach die absolut wahrscheinlichste Lösung. Möglicherweise hat er ihn nur von hinten gesehen. Er hat ihn ja auch von hinten erschossen. Und es kann ja in irgendeiner Form der Name gefallen sein, ohne Sorg. Nämlich entweder durch Leute, die vielleicht den ohne Sorg gerufen haben, Bekannte, wie auch immer, komm raus da, ja, ohne Sorg, komm raus. Oder auch einfach durch die Polizisten, die den Benno ohne Sorg verprügelt haben, dass die ihn einfach gefragt haben, wie er heißt nebenher. Dass die seine Personalien feststellen wollten, wie das so schön heißt. Oder vielleicht auch, es wäre auch möglich, dass er von sich aus gesagt hat, hey, ich bin harmlos, ich heiße Benno ohne Sorge, meine Frau ist schwanger. Das sind alles Möglichkeiten. Aber ich denke, die Namensgleichheit Benno ohne Sorg und Bernd ohne Sorge ist so frappierend, wenn man eben dann noch das Faktum hat, dass der Kuras auf den Bernd ohne Sorge beruflich angesetzt war, dass es wirklich definitiv kein Zufall gewesen sein kann, dass eben jener Kuras den Benno ohne Sorg an diesem Tag erschossen hat.